Es hat fast nicht geregnet in Neustadt an der Weinstraße. Die Sträucher bei der Gartenakademie haben Durst. Und nicht nur die. Eva Hofmann wässert neu gepflanzte Gehölze. In den ersten 3 Jahren ist das nötig bei Dürre, sonst gehen sie ein. Das Wichtigste ist, dass das Wasser in den Boden an die Wurzeln kommt. Also auf keinen Fall über die Pflanze gießen, nie die Blätter abduschen. Also maximal einmal die Woche und dann aber wirklich so tief, dass es ganz nach unten geht. Weil dann strecken die Pflanzen ihre Wurzeln auch in die tieferen Bodenschichten und können sich dann besser selbst versorgen. Junge Bäume im Garten brauchen bis zu 5 Jahre lang extra Wasser. Mit solchen befüllbaren Säcken versorgt man sie optimal. Man füllt die einmal mit ungefähr 70 Liter Wasser. Das tropft innerhalb von 8 Stunden an den Baum. Wirklich ohne, dass was verdunstet, genau in die Wurzeln, da wo es hin soll. Wenn der leer gelaufen ist, kann man in seinem eigenen Garten den abmachen und an den nächsten Baum hängen. Damit der Boden das Wasser besser hält, wird Mulch aufgebracht. Rinde ist gut, aber auch Stroh oder Grasschnitt. Das Prinzip funktioniert genauso im Gemüsebeet. Wenn man hier jetzt ein bisschen reinguckt, unter dieser Strohmulchschicht ist der Boden noch total locker und hat noch ganz viel Feuchtigkeit drin. Wir haben hier dieses Jahr noch gar nicht gewässert, das hält der einfach so für uns hier im Boden. Um Wasser zu sparen, sollte man nur gießen, was gegessen wird oder was neu gepflanzt ist. Der Rest darf über Sommer vertrocknen und kommt meist im Herbst wieder.